Herzlich willkommen zum Dicksaal. Der Dicksaal ist hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, eine Kooperationsveranstaltung zusammen mit der Kooperativen Berlin. Und mein Name ist Julia Thiemann-Kollipost. Ich bin hier Referentin der Geschäftsstelle Dritter Engagementbericht, die hier am Institut angesiedelt ist. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute oder euch heute hier zu dem Thema Hashtag e.V. einleiten darf. Formate oder neue Bewegungen wie Fridays for Future, Ich bin hier e.V. oder auch Jugend rettet zeigen aktuell, wie die Neuauflage des gesellschaftlichen Engagements aussehen kann. Mit Online-Plattformen kann ich mir ganz genau themenspezifisch, zeitspezifisch und ortsspezifisch das Engagement raussuchen, was zu mir passt und zu meinem Leben passt. Oder ich kann auch auf Online-Volunteering-Plattformen Engagement finden, das ich nur mit Laptop- und Internetverbindung ausüben kann und so schon Gutes tun kann. Aber dieses Engagement heutzutage wird häufig auch noch von der Gesellschaft oder auch von der Wissenschaft wahrgenommen als Engagement, das irgendwie weniger wert sei als traditionelles oder etabliertes Engagement. Es ist immer noch häufig die Rede von Clicktivism oder Slacktivism und die Auswirkungen davon seien halt nicht viel mehr als ein gutes Gefühl bei dem, der klickt. Die Engagierten damit umgehen, ist zum Beispiel ein Thema, wo wir heute drüber reden wollen. Und auch, jetzt muss ich mal kurz meinen Zettel rausholen, bitte verzeiht es mir. Andere stehen ja immer schon mit Zettel hier vorne. Ich gucke einfach mal kurz zwischendurch. Ja, siehst du? Genau. Das hatte ich. Genau. Oder neben diesem Klicktivismus-Vorwurf ist ja ganz aktuell auch der Vorwurf, dass Schülerinnen und Studierende aktuell nur fürs Klima sich einsetzen, um freitags nicht im Klassenzimmer oder Hörsaal sitzen zu müssen. Und wie damit umgegangen werden kann, ob die Engagierten sich heutzutage ernst genommen fühlen, ihre Anliegen gehört fühlen von politischen Akteurinnen, darum soll es heute auch gehen, das wünsche ich mir. Und diese Fragen sind auch Fragen, mit der wir in der Geschäftsstelle zusammen mit einer neunköpfigen Expertenkommission uns auseinandersetzen. Und dort haben wir auch, um nicht nur im Elfenbeinturm rumzugucken, in einem Großteil der Sitzung Praktikerinnen aus den Engagementbereichen eingeladen. Wir haben also mit Vertretern von Jugend rettet oder Ich bin hier oder auch Fridays for Future gesprochen, um ganz viel zu erfahren, wie Engagement heute aussehen kann und haben denen einfach ganz viel Löcher in den Bauch gefragt. Und so ähnlich wünsche ich mir das auch für heute Abend, dass wir ganz viel erfahren darüber, welche Auswirkungen das World Wide Web und soziale Medien heutzutage auf Engagement haben können und wünsche uns allen viel Spaß. Ich bin Katja Weber und habe das Vergnügen, durch den Abend zu führen. Wir sind spärlicher als sonst, aber angesichts der Tatsache, was wir gerade für Außentemperaturen haben und dass wir uns ja nicht am letzten Mittwoch des Monats treffen, sondern heute am Donnerstag, finde ich es doch ganz erfreulich, wie viele Leute was wissen wollen über das Thema. Also bringt euch gerne ein und nutzt stark aus, dass meine Stimme so angegriffen ist. Ihr könnt gerne hier vorne Platz nehmen und das fragen. Der Bereich Engagement ist riesig. Ihr könnt gerne das fragen, was ihr dazu wissen wollt oder was ihr vielleicht aus Erfahrung dazu reingeben könnt. Also nutzt diese Gelegenheit. Ja, wie immer sind wir auch im Stream. Wie immer kann man auch via Twitter, herzlich willkommen auch in den Kanälen, hier reinwerfen, was er oder sie wissen möchte. Immer her damit, Hashtag Dicksaal, hochwillkommen. Wir finden im Netz statt, so wie natürlich alles im Netz auch stattfindet heute. Engagement logisch auch. Wobei ihr alle wisst, Latsch-Demos sind alive and kicking, beziehungsweise ich würde sagen, die erleben auch gerade wieder eine Hose. In Berlin nimmt die Anzahl angemeldeter Kundgebungen und Demos zu und das seit Jahren. Ihr habt zum Beispiel morgen wieder eine Gelegenheit zu einer Latsch-Demo, wenn ihr mit den Fridays for Future nach Potsdam fahrt, zwei Tage vor der Brandenburger Landtagswahl und da demonstriert. Gleichzeitig ist so ein Protest nicht denkbar ohne die Mobilisierung und die Vernetzung, die online stattfindet. Ich bin hier, Pray for Amazonas, alle möglichen Sachverhalte, alle möglichen Anliegen
werden adressiert und in einen Hashtag gegossen. Wir sprechen heute über Engagement, über Motivation und, das wäre vielleicht noch zu klären hier vorne, den Zusammenhalt oder das Auseinanderdriften der Generationen und der Verständnisse von Engagement, was das eigentlich ist, was die Definition ist. Den Titel habt ihr alle gelesen, Hashtag e.V. Junges Engagement im digitalen Zeitalter. Schön, dass ihr da seid und frohes Schwitzen in der nächsten Stunde mit uns. Ich möchte euch Theresa Züger vorstellen. Ihr hättet das Vergnügen, neben ihr zu sitzen, so ihr nach vorne kommt und teilnehmen wollt. Sie ist Medienwissenschaftlerin, hat sich viel mit zivilem Ungehorsam beschäftigt. In der Angelegenheit hatten wir beide auch schon mal das Vergnügen. Und sie leitet hier im Haus die Stelle, die Julia eben ansprach, die diesen dritten Engagementbericht erstellt. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich im Zuge der Vorbereitung zum ersten Mal vom Engagementbericht gehört. Das geht vielen so. Ja, der wird erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und hier kommt unser Thema Jugend und der soll im nächsten Herbst erscheinen und legt eben den Schwerpunkt auf junges Engagement im digitalen Zeitalter. Silvan Wagenknecht ist da, herzlich willkommen auch dir. Er hat Pulse of Europe in Berlin mit initiiert, also eine zivilgesellschaftliche Organisation, die für eine Institution eintritt, bei der es jetzt modisch geworden ist, die in irgendeiner Weise zu schmähen und die statt Abneigung eher die Zuneigung für dieses Projekt EU in den Mittelpunkt rücken will. Diese Zuneigung, die ja oft viel weniger sichtbar ist als die Kritik daran. June Tomiak ist da, die wurde 2016 als jüngste Abgeordnete ins Berliner Parlament gewählt für die Grünen und nicht mit 16, wie es in unserem Briefing stand, ne? Mit 18. 19. Oder 19, also 16 wäre auch außergewöhnlich, weil das gar nicht möglich ist. Auch die, hätte ja sein können, dass du auch da krass durchstartest. Auch dir herzlich willkommen. Und sie hatte aber auch schon vor der Karriere im Abgeordnetenhaus ein ziemliches Engagementverzeichnis auf ihrem Kerbholz. So viel wie, würde ich mal sagen, viele andere übers ganze Leben verteilt nicht. Und Linda Völker ist da. Sie ist Teil des Berliner Zweigs von Fridays for Future. Aktuell wird die Demo morgen beworben, die ich schon angesprochen habe. Und dann natürlich die große Demo noch am 20. September. Auch dir herzliches Willkommen und vielleicht legen wir bei dir los, weil ihr seid gerade sowas wie der Referenzwert für das Thema, was wir besprechen. Wie bist du überhaupt zu den Fridays gekommen? Ich habe noch versucht, im Vorfeld irgendwas über dich rauszufinden. Es ist mir nicht gelungen. Das Netz gibt wenig über dich preis, ab und zu meine Autorschaft mehr nicht. Ja, das ist auch erstmal ganz gut so. Ja, klar. Zu Fridays for Future bin ich, glaube ich, gekommen wie die meisten, die dazugekommen sind zu der Bewegung, dass man halt im Internet viel darüber gelesen hat. Man hat gemerkt, dass sich viele mehr Städte mobilisieren. Dann hat es in Berlin angefangen, da ging es schon Ende Dezember, Januar los. Und dann bin ich auch gleich wie dazu. In welchem Jahr sind wir jetzt? Ende Dezember, Januar? Also im letzten Ende Jahr. Ende 18, Anfang 19. Genau. Mhm. Und da hat man gemerkt, dass auf jeden Fall schon große Power dahinter steckt und schon in Berlin war es gleich am Anfang ziemlich groß. Also es hat gleich floriert, weil man war ja hingerissen von Greta und alles, was man gehört hat. Und ja, so bin ich auf jeden Fall auch dahin gekommen, war total begeistert, bin dann gleich ins Plenum mit reingestiegen, habe mir das alles angeguckt, wie die Strukturen funktionieren und habe mich da dann auch gleich mit in die Arbeit reingeschmissen, weil umso mehr man sich nebenbei noch während der Demo beschäftigt, umso mehr kann man halt auch einfach bewirken. Mhm. Okay, jetzt hast du so ein paar Sachen aufgezählt, die ausschlaggebend waren. Es war hier schon ziemlich was am Rollen. Greta hat dich inspiriert und die Sache war einfach schon groß. Hast du dich vorher in irgendeiner anderen Weise engagiert? Du hättest ja auch sagen können, irgendwas läuft falsch, ich gehe zum BUND, ich gehe zu den Grünen, wie June das für sich entschieden hat. Ich hatte zu der Zeit oder schon ein bisschen weiter davor ein Praktikum bei der Deutschen Umweltstiftung angefangen und bin da auch immer mehr ins Thema reingekommen. Davor muss ich sagen, habe ich mich nicht ganz so da mit der Problematik beschäftigt, immer mal so ein bisschen, aber jetzt auch nie, wo man gesagt hat, ich zettel jetzt eine Revolte an. Genau, aber ich weiß nicht, umso mehr man darüber liest, umso mehr man sich beschäftigt und eigentlich ja auch. Also man kriegt es ja auch passiv einfach alles mit. Umso mehr, finde ich, fühlt man sich immer mehr in dieses Thema reingezogen und man ist auch emotional total dahinter. Und deswegen, ich verstehe die Leute ehrlich gesagt nicht, die nicht dahinter stehen können und nicht dafür brennen können, weil es geht halt um unsere ganze Zukunft. Mhm. Anekdote und wirklich nur eine Fußnote, aber tatsächlich stand gestern in der Straße, in der ich wohne, ein Auto mit einem Konterfei von Greta, daneben stand Fuck you Greta und daneben war noch ein Aufkleber, dieser Christenfisch, der von Krähen zerfleischt wird. Und der Typ hatte B und dann Kennzeichen AH. Also es gibt tatsächlich Leute, die offenbar sehr viel Energie aus der Ablehnung dieser Person ziehen. Aber das wirklich jetzt zurück in die Fußnote. Und damit dann zu June.
Du warst ja Erstwählerin, die als Erstwählerin ihr Wahlrecht wahrgenommen hat und tatsächlich auch das, in ein Parlament gewählt zu werden, gleich in einem Aufwasch. Die werden ja sonst eigentlich ziemlich sorgenvoll beäugt, weil die könnten ja so politikverdrossen sein, die jungen Leute. Bist du die Ausnahme von der Regel oder sagst du, diese These ist grundfalsch, dass Leute, die jünger sind als 20, keinen Bock auf politische Inhalte haben? Nee, ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, was richtig ist, ist, dass sich junge Leute anders organisieren und auch anders mit Parteien und mit der klassischen Politiklandschaft in Deutschland umgehen. Ich glaube, das ist aber auch nicht nur Sachen, die Deutschland die in Deutschland speziell ist, sondern das ist, glaube ich, ein globales Thema. Ich habe selber auch lange gehadert, in eine Partei einzutreten. Also ich war schon bei der Jugendorganisation von den Grünen engagiert, der Grünen Jugend, die aber auch nochmal selbstständig ist und eigene Positionen hat und ein bisschen radikaler auch ist als die Altpartei oder als die Alten bei uns, und habe dann aber 2015, als ich Abi gemacht habe und dann auch mal aus meiner Schülerpolitik quasi dann zwangsläufig ausgestiegen bin, weil ich mit der Schule fertig war, dann in der Partei eingetreten, und war davor ich schon ein paar Mal bei Treffen und fand das irgendwie so ein bisschen, ja, das war irgendwie am Anfang nicht so mein Ort, wo ich gedacht habe, da will ich Politik machen, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie, sind wenig junge Leute da und das ist irgendwie nicht der Raum, den ich mir vorstelle. Und bin aber ja, also ich meine, das hast du ja gerade auch gesagt, ich habe mich ja dann auch direkt wählen lassen, beziehungsweise habe kandidiert und es hat geklappt und ich wurde gewählt und konnte mich dann auch selber wählen. Das war auch meine Motivation war auch, dass ich gesehen habe, ich fand es eigentlich sehr frustrierend, dass kaum junge Leute da sind, und das ist auch jetzt immer noch so, dass ich sehr alleine bin. Ich bin auch deutschlandweit immer noch die jüngste Abgeordnete, leider. Hoffe, dass sich das jetzt ändert, hoffentlich Sonntag, dass jemand noch Jüngeres einzieht. Mittlerweile bin ich 22. Also auch immer noch sehr jung, aber trotzdem fände ich es schön, wenn mehr junge Leute da wären, dass auch nicht immer dann nur eine Person ist, sondern dass ja auch eigentlich eine ganze Generation ist, die da steht und die nicht vertreten ist. Genau, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Problem an sich ist, dass die Leute nicht politikinteressiert sind, sondern es gibt andere Organisationsformen, und die werden gerade in Politik nicht abgebildet. Jetzt hast du gerade gesagt, bei den ersten Treffen hattest du schon so das Gefühl, passe ich hierher und ist das irgendwie meine Truppe? Ich habe in einem Interview gelesen, das du gegeben hast, dass du dich verstehst als Brücke zwischen Jugend und Politik. Wie lang muss diese Brücke denn sein? Oder anders gefragt, wie groß ist denn die Kluft zwischen den Polen? Das ist unterschiedlich. Ich glaube tatsächlich, dass es bei den Grünen nicht ganz so schlimm ist wie bei anderen Parteien. Es ist aber schon so, dass man auch, also ist gar nicht böse gemeint, aber was ich auch manchmal mache oder dann irgendwie, wenn ich im Plenum sitze und dann irgendjemand will von meinen Kollegen irgendwie einen Tweet abschicken und dann klappt irgendwas technisch nicht oder da auf Instagram, wie verlinkt man das nochmal? Und dann helfe ich kurz mal. Also so klassische Sachen, die ich den ganzen Tag mache, nämlich Social Media Arbeit und ja auch transparent machen möchte, was ich so den ganzen Tag arbeite und was da eigentlich dazugehört. Was ist Politik eigentlich? Was ist Parlamentsarbeit? Das ist ja auch eine Sache, die viele nicht wussten, die ich auch vorher nicht so richtig wusste, als bevor ich reingewählt wurde, wie das eigentlich alles läuft. Das war viel Learning by Doing, weil es bringt einem nicht so richtig jemand bei. Natürlich irgendwie lernt man in der Schule, wie ist theoretisch das politische System aufgebaut, aber wie funktioniert so ein Parlament halt im Detail nicht. Und da sind schon einfach kulturelle Unterschiede, glaube ich, zwischen den Generationen. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es einfach ist das in meiner Partei wertschätzender, der Umgang, als vielleicht mit anderen, in anderen politischen Spektren. Und wie fühlst du dich da jetzt? So gehätschelt? Oh, das ist diese ehrgeizige junge Frau, die so toll mit den digitalen Medien umgehen kann? Oder bist du eine Kollegin? Ja, nee, ich bin eine Kollegin. Also am Anfang war es so, dass natürlich irgendwie alle, auch die klassischen Pressevertreter, gerne ein Porträt haben wollten mit jetzt hier die jüngste Abgeordnete, 19 Jahre alt, gerade erst aus der Schule, jetzt im Parlament. Das war so die ersten 2 Monate das Thema, was irgendwie mich auch in meiner Arbeit mit der Presse begleitet hat. Aber ich mache jetzt ziemlich harte Sachpolitik, also ich mache Innenpolitik, das ist irgendwie kein leichtes Feld. Ich bin Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus und Verfassungsschutz, sitze im Innenausschuss, sitze im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag am Breitscheidplatz. Das sind alles Dinge, die ernste Themen sind, die ich vernünftig mache, und dementsprechend ist so ein bisschen auch, gibt es da überhaupt keinen Raum auch zu sagen, irgendwie die macht da irgendwie so das mit den jungen Leuten oder so. Ich mache da ganz normal Arbeit wie alle anderen Kollegen auch. Okay, dann würde ich als nächstes natürlich gerne Silvan reinholen. Ihr merkt es wahrscheinlich, die Dramaturgie des Ganzen, dass ich mal von jedem hören will, wie sie da gelandet ist, wo er sie sind. Was war das bei Pulse of Europe? Wieso hast du gedacht, okay, und ich bin der Typ, der das Berliner Chapter gründet? Ja, die Geschichte geht in etwa so, dass wir haben ja so ganz furchtbare, kann man schon sagen, Ereignisse in Europa erlebt. Ne? Brexit, Trump, Euromaidan, das Erstarken von Rechtspopulismus. Und irgendwie war auch bei mir und halt auch bei ganz vielen anderen Leuten so dieses Gefühl, es muss jetzt irgendwas passieren. So, das können wir den,
das kann doch nicht so weitergehen. Und dann ist in Frankfurt am Main diese Bewegung Pulse of Europe ja ursprünglich gegründet worden. Und ich habe das bei Facebook gesehen und habe gesehen, dass es dort eben diese Veranstaltung gibt und dort kommen Leute mit Europaflaggen auf den Platz und demonstrieren für den Erhalt der Europäischen Union und ja erstmal nichts weiter. Und das fand ich so cool und ich war so angesteckt davon gleich und habe mir gedacht, so, das muss nach Berlin, das muss endlich in der Hauptstadt hier stattfinden. Und so ist es dann, so hat es dann angefangen. Habe dann dort der Facebook-Seite Pulse of Europe, die es damals schon gab, irgendwie geschrieben, so, wann dann irgendwie die nächste Demo mal in Berlin stattfindet. Gar nicht mal, weil ich sie organisieren wollte, sondern weil ich eigentlich hingehen wollte nur. Aber es hat sich dann irgendwie so gewendet, dass ich sie angemeldet habe, die erste und die fortfolgenden Demos. Und so ist das in Berlin entstanden. Ja. Ach, das ist natürlich ein sehr, sehr witziger Kniff sozusagen vom interessierten Zaungast zu Scheiße wird nichts, muss ich wohl selber machen. Genau, ja. Das ist ganz, ganz nett und in der Tat ja auch ziemlich dicht an dem, was das Wort Protest im Original meint, nämlich für etwas sein, Zeugnis für etwas ablegen, gar nicht gegen etwas sein, was wir ja, glaube ich, oft so reinlegen, dass darin irgendein Anti ist. Jetzt hast du selber angesprochen, verschiedene Ereignisse und die Europawahl stand an. Und da war das Interesse an euch furchtbar groß. Die Besucher drüben auf dem Gendarmenmarkt, die wurden in Tausenden gemessen. Ich glaube, so 5.000, 6.000 waren nicht ungewöhnlich. Jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob es euch da noch gibt sonntags. Findet ihr noch statt? Die Europawahl stand damals noch nicht an. Es waren die Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich, wo ja auch Marine Le Pen in den Startlöchern stand und wirklich aussichtsreiche Chancen hatte. Ja, also ich meine die Zeit, und als ihr einen guten Zulauf hattet. Das war da, genau. So. Und da hatten die Leute halt irgendwie auch Angst und ich ja auch um eins der wichtigsten Mitglieder, Frankreich. Und da kamen genau so ein paar Tausend immer auf den Platz. Das wurde dann auch nach der Frankreich-Wahl, als Emmanuel Macron als Hoffnungsträger auch gewählt wurde, spürbar weniger. Und jetzt vor der Europawahl haben wir auch nochmal demonstriert, auch wieder immer sonntags, aber da kamen zugegeben auch nicht so viele wie vor der Frankreich-Wahl, auch wieder so ein paar Tausend, aber nicht so viele wie damals, genau. Und im Moment ruhen wir so ein bisschen und wir sagen, wir sind quasi so die Feuerwehr für Europa, also wenn es irgendwo brennt, wenn irgendwo wieder so krasse Sachen abgehen, dann sind wir da und dann wollen wir weiter demonstrieren, ja. Wenn du diesen Schrumpfungsprozess so beschreibst, was ist denn euer Problem, dass wir uns jetzt an diese, ich sag mal, Gesamtscheiße und Gemengelage gewöhnt haben und jetzt sonntags auch mal was anderes machen wollen, als da immer hinzugehen? Oder ist das Problem, dass ihr dann doch nur so Single-Issue-mäßig ein Thema im Angebot habt, nämlich Europa irgendwie erstmal gut finden? Naja, dieses Europa irgendwie erstmal gut finden, das haben sehr viele Leute zu dem Zeitpunkt gebraucht, weil mal abgesehen von diesen wirklichen Ereignissen wie Brexit und so, war ja auch die Stimmung überhaupt nicht proeuropäisch und immer wurde gemeckert und alles Mögliche wurde ausgekramt, um gegen die Europäische Union zu verwenden. Und das wollten wir aufbrechen und wollten eine Stimmung dagegen setzen, Europa positiv in die Debatte bringen und darum ging es erstmal. Das haben wir, würde ich sagen, geschafft und als das dann geschafft war, ja, ich glaube, da haben viele Leute nicht mehr so die Notwendigkeit gesehen, weiterhin für die Europäische Union auf den Platz zu gehen. Ich meine, sonntags um 14 Uhr, ich will es niemandem verübeln, da hat man auch schönere Sachen zu tun, als jetzt für etwas eigentlich, ja. Für etwas, was eh so da genau, ist, was wir nutzen ließen. Ganz genau, auf die Straße zu gehen. So, ich hätte mir meine Sonntage ja auch schöner vorstellen können. Ja, und es war halt zur Zeit, als so viele Leute kamen, diese konkrete Bedrohungslage da, die konkrete Angst. Nicht, dass wir damit gespielt hätten oder uns auf diese Angst verlassen hätten, aber sie war halt da und deshalb kamen so viele Leute, vor allem wegen Marine Le Pen. Ja. Dann nehmen wir jetzt noch Theresa mit ins Boot, die wie gesagt an diesem Engagementbericht arbeitet, genau, und verschiedene Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen des Engagements schon gehört hat. Der Bericht ist noch nicht fertig, der kommt im nächsten Herbst, aber so ein paar Statements sind online, könnt ihr euch mal angucken, das ist wirklich total interessant. Da ist zum Beispiel ein Johannes Müller, der arbeitet für einen gemeinnützigen Verein und ich habe zwei Zitate. Er sagt, es findet zunehmend eine Dezentralisierung und Flexibilisierung des Engagements statt. Ich glaube, das ist
haben wir jetzt schon super gesehen sozusagen in der Praxis, was das bedeutet. Und dann gibt es noch ein Zitat, das lautet so: Die wirksamsten politischen Wege für Beteiligung/Engagement sind immer noch die klassische Interessensarbeit durch Verbände/Parteien beziehungsweise Aktivismus auf der Straße. Und das sagt immerhin Katharina Meyer von der Open Knowledge Foundation. Wie passt das jetzt zusammen, Theresa? Also dezentral, flexibel und diese klassische, ja, irgendwie lame Kernerarbeit im Verband, in der Partei. Ich versuche das gerne mal ein bisschen einzuordnen. Also Johannes Müller von Coral Aid, das ist eine Organisation von insgesamt 950 Datenanalysten, die zivilgesellschaftlichen Organisationen helfen, aus den Daten oder mit irgendwelchen Infrastrukturen, mit denen sie sowieso arbeiten, mehr Wissen für sich zu generieren. Also die unterstützen da wirklich als Speerspitze den zivilgesellschaftlichen Sektor. Und was Johannes damit meint, ist, dass in dem Bereich, wo wirklich das Digitale so eine große Rolle spielt für Engagement, dass da diese Flexibilisierung und auch das dezentrale Engagement plötzlich eine totale Wichtigkeit bekommt. Ich glaube, auch Johannes würde nicht sagen, dass das für den gesamten Engagementsektor in Deutschland gilt, weil, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem anderen Teil, Engagement ist extrem vielfältig und man kann gar nicht sagen, das Engagement, weil das so verschiedene Dinge heißt. Und wenn man nach Deutschland guckt, dann gibt es halt eine sehr gewachsene Struktur der Zivilgesellschaft, die vor allem von Vereinen geprägt ist, die ganz unterschiedliche Dinge tun, und es gibt große Verbände. Und für die merkt man, spielt Digitalisierung immer eine größere Rolle. Also die merken, da passiert was, wir müssen das langsam verstehen, sonst verlieren wir junge Generationen und wir verlieren auch den Anschluss an bestimmte Debatten. Aber das heißt nicht, dass die schon total digitalisiert sind. Und ich glaube, was Katharina meinte, Katharina ist auch von einer sehr digitalen Organisation, vom Prototype Fund, die nämlich sehr zivilgesellschaftlich orientierte Technologien entwickeln. Was sie meint, ist, dass man eben nicht vergessen darf, dass Engagement, auch wenn wir vielleicht manchmal von digitalem Engagement sprechen, da können wir vielleicht gerade noch später drüber reden, was wir damit meinen, dass das nie heißt, dass die Straße, die Demonstration keine Rolle mehr spielt oder dass auch das Auge-zu-Auge-Gespräch von Menschen keine Rolle mehr spielt, sondern Engagement hat immer ganz verschiedene Formate und das wird sich auch nicht damit ändern, dass Digitalisierung immer wichtiger wird. Mhm. Und ich glaube, darauf wollte sie hinweisen, dass man das nicht vergessen darf, sondern dass das eher ein Ineinandergreifen ist, ein Sich-Ergänzen von diesen verschiedenen Formen zu handeln, die eigentlich für uns heute alle immer, ja, immer selbstverständlicher werden. Das war für mich ziemlich bestürzend, was fast alle unisono, die Auskennerinnen und Auskenner im Bereich Lessons Learned gesagt haben. Also es gibt, wie gesagt, diese Statements. Mhm. Und da war es bei allen, also hier habe ich einen gewissen Widerspruch gesehen, da war es wirklich unisono. Es ist eine Kluft, die beschrieben wird, zwischen Digital Natives und diesen etablierten Strukturen, also Lehrkräfte, Pädagoginnen, Pädagogen, die Politik auch einfach. Mhm. Also diese Kluft wird als riesengroß beschrieben und gleichzeitig sagen sie, es gibt bei allen, nicht nur bei den Alten, wirklich bei allen, einen riesigen Bedarf an digitaler Bildung. Ihr habt das ganz euphemistisch gefasst unter Lessons Learned, aber ich finde, das klingt nach einem fetten Defizit. Ja, also zu dieser besonderen Session haben wir uns Folgendes gedacht. Und zwar wollen wir ja in diesen Kommissionssitzungen aus der Praxis lernen. Und da ist es immer schwierig, Experten für ihre Organisationen sprechen zu lassen, weil die erzählen einem immer nur die Erfolgsgeschichten. Ja, logisch. Und erzählen halt einem, wie toll alles läuft mit der Digitalisierung im Engagement. Und für die Session haben wir echt versucht, die Organisationen zu finden und Menschen zu finden, die auch bereit sind, darüber zu reden, was läuft eigentlich schief? Also wo brauchen wir Hilfe? Wo funktioniert es nicht? Wo gibt es echte Probleme, wo auch einzelne Institutionen nicht weiter wissen, wo Organisationen nicht weiter wissen? Und ich glaube, dass das Thema, was du hier ansprichst, ist eins, was wir durchgängig durch viele Kommissionssitzungen schon an vielen Stellen beobachtet haben, ist, dass es in der Rhetorik mittlerweile echt einen großen Kluft gibt zwischen verschiedenen Generationen. Die verstehen sich wirklich nicht mehr. Und ich glaube, das können wir auch in der, an dem Rezo-Video zum Beispiel super erkennen, dass im Grunde die Antwort auf sein Video, wie man es wenden wollte, einfach nicht passte. Also da trafen Welten aufeinander. Und ja, das ist durchaus ein sehr beunruhigendes, großes Problem. Ich glaube aber, dass in den Organisationen
oder in diesem Engagementsektor schon auch wirklich eine Annäherungsbewegung zu finden ist. Also da muss man, glaube ich, sehr differenziert gucken, weil unterschiedliche Organisationen da auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind, unterschiedliche Gelder haben, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, viele haben das Signal gehört und wollen das auch und entwickeln sich da auch gerade weiter. Aber es ist eben noch nicht flächendeckend angekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon insgesamt als Gesellschaft, das hat nicht nur den Engagementsektor betreffend was zu sagen, sondern nee, insgesamt. Das klingt nach einem größeren Problem. Genau, glaube ich schon, dass man an verschiedenen Stellen beobachten kann, dass da eine Kommunikationskluft entsteht, wo einfach wir uns nicht mehr auf Augenhöhe austauschen, sondern so die Vorurteile über die anderen Gruppen überwiegen und man eigentlich nicht mehr miteinander in Dialog kommt. Okay, Stichwort Kommunikationskluft und Dialog muss ich natürlich sofort nutzen, um euch zu bitten, wenn ihr eine Frage habt, nach vorne zu kommen oder eine Anmerkung. Jetzt habt ihr von jeder Teilnehmerin, jedem Teilnehmer hier vorne gehört, was ihn, was sie bewogen hat. Also kommt bitte, wenn ihr irgendwo noch mal genauer reingebohrt haben möchtet, denn erfahrungsgemäß vergeht die Zeit schnell. Ansonsten mache ich weiter. So, jetzt hast du gerade gesagt, als du eingestiegen bist zur letzten Jahreswende, Linda, hat die, war die Bewegung irgendwie schon groß und hat dich, es klang so ein bisschen so, wie es dir leicht gemacht, da reinzukommen. Kannst du vielleicht erklären, was ja ein Unterschied ist zu June, die sagt auf den ersten grünen Treffen, naja, stand sie jetzt nicht in Flammen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was das war, was da so gezündet hat? Also was die Bewegung dann ja doch in einem recht kurzen Zeitraum so groß gemacht hat? Also ich glaube, das Schöne daran war, dass uns halt eine Sache total verbunden hat und das war einfach die Klimapolitik, dass da was geändert werden muss und dass vor allem wir als junge Generation und auch nachfolgende Generation ja einfach die sind, die am meisten drunter leiden werden, wenn da nichts passiert in der Politik. Und ich glaube, das war der Punkt, wo viele Leute sich einfach sofort verbunden gefühlt haben, weil wir haben Plakate gebastelt, du hast ganz viele jüngere Schüler gesehen und das fand ich an beeindruckend, wie dann 14-Jährige vor mir standen und mir erklärt haben, warum sie denn heute hier sind, warum sie jetzt gerne handeln möchten. Und ich glaube, das war wirklich ja, einfach das, was für die größte Verbundenheit von uns allen gesorgt hat. Mhm. Greta hattest du eben schon angesprochen und ob sie das jetzt will oder nicht. Sie ist wie die Ikone geworden, was man auch in diesem Ads-Aufkleber sieht, den ich gerade zitiert habe. Denkst du, so eine Bewegung braucht eine Figur, auf die sie sich fokussiert? Oder die, ich meine, sie ist ja gar nicht irgendwie das Zentralkomitee und organisiert alles, aber sie ist wie so eine Symbolfigur, die stellvertretend steht für all das, was in Hunderten von Städten stattfindet. Ich glaube, was sie so ein bisschen als Vorbild für viele Leute macht, ist, dass sie halt angefangen hat. Sie war so der erste Impuls von der gesamten Bewegung und hat sich ja auch komplett für die Ziele sozusagen hingegeben. Also sie hat ja selbst gestreikt und hatte auch zu Hause viele Probleme deswegen. Und sie war einfach komplett mit diesem Thema in einem. Und das war, wo viele Leute einfach hochgeschaut haben und waren so, wenn sie mit ihren jungen Jahren für so dolle Ziele kämpfen kann, dann kann ich das genauso und kann meine ganze Kraft da reinstecken. Und ich glaube, das ist das, was sie ein bisschen so hochgehoben hat, was sie auch gar nicht wollte. Aber deswegen schauen viele auf sie hinauf. Und ich glaube, ohne sie wäre die Bewegung auf jeden Fall jetzt nicht so denkbar, wie sie heute ist. Aber ich glaube nicht, dass Bewegungen generell immer eine Person brauchen, auf die man sich fokussieren muss. Mhm. Wie war das bei den Pulse of Europe? Habt ihr dann schon immer mal, als das mit den Fridays for Future losging, da neidisch rübergelinst und gedacht, scheiße, so eine Figur bräuchten wir auch? Nee, haben wir erstmal, nein, haben wir nicht. Wir waren ja selbst auch oft da, also da gibt es jetzt überhaupt keine Missgunst oder so, aber also bei uns gab es solche, klar, wir haben unseren Gründer in Frankfurt, das ist ein Gründer-Ehepaar, die wurden natürlich auch oft von der Presse dann angefragt, aber sie waren jetzt nie diese Symbolfiguren, so wie Greta das zum Beispiel ist. Aber ich finde es trotzdem, solche Bewegungen brauchen sowas. Denn wenn man auch in die Medien will mit seiner Bewegung, um so halt auch wieder neue Teilnehmerinnen irgendwie anzuwerben sozusagen, also dass sie aufmerksam werden. Medien brauchen Gesichter, Medien wollen Gesichter. Und das macht es viel, viel einfacher. Und das sieht man ja halt auch an Greta. Ja. Bei uns gab es sowas jetzt nicht in der Form. Nee. Ich habe mir, Linda, eure Seite nochmal angeguckt. Ihr habt ja jetzt einiges an AGs aufgebaut, wirklich aus dem Boden gestampft, Strukturen etabliert. Und dann lese ich bei der Abteilung Presse, was deren Aufgabe ist, unter anderem, aber ich pick's mir raus, langfristig Personenkult vorbeugen. Das klingt jetzt ja wieder nicht so, als ob ihr so eine Engführung auf eine Figur in der Mitte so super findet.
Damit hat das, glaube ich, gar nichts zu tun, sondern mehr, dass wir die Personen, die gerade die Gesichter der Bewegung auch zeigen, einfach ein bisschen entlasten wollen, weil wir wissen, es hat viel Organisation zu tun, du musst super viel Zeit opfern und deswegen wollen wir das einfach gut strukturieren, damit die Leute mehrere Gesichter haben, vor allem unterschiedliche, was auch Altersklassen anbelangt. Ich meine, Greta ist super, super jung, Luisa Neubauer ist wieder schon ein bisschen älter, mehr in das Studentenalter mit rein und deswegen glauben wir, dass es sehr sinnvoll ist, breit aufgestellt schon alleine von den Vertretern zu sein. Mhm. So, jetzt haben wir Besuch bekommen, herzlich willkommen. Hallöchen, ich bin Miriam Seifert, ich arbeite für Tabea Rössner, die ist grüne Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Netzpolitik und Verbraucherschutz und wir machen uns auch so ein bisschen Gedanken um digitales Engagement und die Abgeordnete aus der grünen Bundestagsfraktion, die sich vor allem um Engagement kümmert, Anja Christmann, macht da auch ganz viel, ist natürlich das Problem, Engagement ist ja insgesamt sowieso ein riesiges Thema, das heißt, da geht es immer um alle Formen von Engagement, du hast gerade schon gesagt, es ist ein riesenbreites Feld. Es ist für mich so ein bisschen die Frage, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, wo ihr gerade da seid, was aus eurer Sicht sinnvolle politische Forderungen auf Bundesebene wären, um das digitale Engagement insgesamt zu fördern. Das ist natürlich auch total zersplittert. Und wenn man jetzt guckt, was die Bundesregierung macht im Bereich Engagement allgemein, kann man das ja auch als brennendes Clownsauto zusammenfassen. Also die haben ja zum Beispiel im Koalitionsvertrag versprochen, dass sie prüfen wollen, wie man zivilgesellschaftliches Digitalisierungsprogramm anschieben kann, glaube ich. Ist nichts passiert bisher. Gibt es irgendwas aus eurer Sicht, was die verschiedenen Formen des digitalen Engagements super unterstützen oder entlasten könnte, was man auf Bundesebene fordern kann, wo man sagen kann, das würde uns allen extrem helfen? Mhm. Bevor ihr die Frage beantwortet, würde ich ganz gerne noch mal kurz ins Publikum fragen, ob denn noch Vertreter anderer Parteien da sind. Die Grünen haben wir jetzt zweimal, Silvan, weiß ich, ist überhaupt nicht schlimm, aber ich will es einfach mal erheben. Ich weiß, du bist in die SPD eingetreten. Sind noch andere Fraktionen da oder Parteigänger der genannten? Nope. Und wo gehörst du? Okay, also haben wir hier Rot-Grün und weiter nichts. Okay, ganz stark, das wollte ich nur mal herausgearbeitet wissen. Und dann könnt ihr gerne auf Miriams Frage antworten. Also welches Tool oder welches Thema wünscht ihr euch digital bearbeitet oder zur digitalen Bearbeitung? Oder sehe ich Fragezeichen über dem Kopf? Ja, ich wollte nur, um es zu präzisieren vielleicht so. Also die allgemeinen Fragen, um die es dann immer geht im Bundestag, da geht es immer allgemein um Engagement. Die Frage der Gemeinnützigkeit, die verschiedenen Vereinen abgesprochen oder zugesprochen wird und solche Dinge. Aber meine Frage ist eben speziell, gibt es was im Bereich digitales Engagement, was bisher so durch die Ritzen fällt, wo man sagt, das würde helfen? Ja, Entschuldigung. Will jemand von euch anfangen dann? Dann lege ich mal los. Und ich würde aber sagen, das sind jetzt nicht unbedingt meine Forderungen, sondern ich bin jetzt mal quasi der Anwalt für diejenigen, die bei uns gesprochen haben in den Sitzungen und wiederhole jetzt einfach mal die Dinge, die die so gesagt haben, weil sie jetzt leider nicht für sich selbst sprechen können. Und ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Bereiche, weil, das habe ich eben schon gesagt, was ist eigentlich digitales Engagement? Ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge. Einmal gibt es das Engagement, wo man sagen kann, dass Digitalisierung einen ganz großen Effekt darauf hat, dass es existiert, so wie es existiert. Und dazu würde ich auch Fridays for Future zählen, zum Beispiel, weil das so eine globale Bewegung geworden ist und dass sie sich mit so einer Schnelligkeit austauschen, das hat was mit Digitalisierung zu tun und deswegen, da würde ich sagen, geht es ganz viel um Anerkennung, um auf Augenhöhe miteinander sprechen, das ist so eine wichtige Forderung, die wir da immer wieder gehört haben. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind diejenigen, die ganz stark zu digitalen Themen arbeiten oder auch an Technologien arbeiten, zivilgesellschaftlich im Bereich Civic Tech Sachen mitgestalten. Und da gibt es oft zum Beispiel das Problem, dass es keine guten Förderstrukturen gibt, vor allem nicht für Projekte, die schon existieren. Das hat was mit dem Gemeinnützigkeitsrecht zu tun. Da haben anscheinend die digital aufgestellten Engagementprojekte werden da nie anerkannt oder seltener zumindest. Und darüber beschweren die sich sehr, dass es da so an der Das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion im Journalismus. Es gibt Journalismus und Online-Journalismus. Zum Beispiel, dann werden die auch gleich schlechter bezahlt. Und da geht es natürlich auch ganz stark um Förderungen. Also darum, wie können diese Projekte gefördert werden? Und da würde ich auch stark sagen, da gibt es wahnsinnig viel. Also wir haben jetzt in dem letzten Jahr so viel gelernt, was existiert. Und man ist an vielen Stellen einfach nur erstaunt, was es schon alles gibt. Das heißt, ich glaube, da muss einfach mehr Bewusstsein für da sein, diese existierenden Initiativen auch zu fördern. Und drittens, würde ich sagen, gibt es noch ein drittes Kapitel zum digitalen Engagement, wo die Engagementstiftung, die jetzt gegründet wurde, ja, auch eine Rolle spielen kann, hoffentlich soll, wo ja Digitalisierung auch ein Thema sein soll. Und da
komme ich nochmal auf diesen etwas etablierteren Engagementsektor zurück, die nämlich echt Hilfe brauchen, an bestimmten Stellen zu verstehen, wie sie das umsetzen, wie sie auch mehr Anschluss schaffen zu einer jüngeren Generation, zu digitaleren Formaten und da einfach Rat und Tat brauchen und Anlaufstellen und vielleicht auch Infrastruktur. Also, und damit meine ich jetzt nicht, dass Ministerien anfangen sollen, Software zu bauen, sondern gucken können, wie können wir in dem einen Sektor was finanzieren, was für den anderen nützlich ist, wie können wir da auch Partnerschaften herstellen. Also ich glaube, da geht es sehr viel um solche Strategien. Das wäre jetzt, glaube ich, so mein Kurzüberblick. Also fasse ich mal zusammen. Was helfen würde, ist Knete, Sichtbarkeit und Schulung. Das wäre auf jeden Fall schon mal sehr viel, glaube ich. Okay, ihr kommt mir alle so wahnsinnig einig vor, deswegen versuche ich jetzt den Spaltpilz ein bisschen reinzutreiben mit dir, June, und frag dich mal, denkst du nicht manchmal über die Fridays for Future, damn, die machen eigentlich den Job, den wir als Grüne schon längst hätten machen sollen? Vielen Dank dir. Ja, nein, also... Vielleicht? Ich meine, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile, das stimmt, die Grünen vor allem. Es sind kerngrüne Themen. Es sind kerngrüne Themen, richtig. Und die öffentliche Debatte, wir haben es tatsächlich als Partei nicht geschafft, das so stark auf die Agenda zu setzen. Und wir profitieren gerade massiv davon, dass durch Fridays for Future und Greta Thunberg das Thema in die Öffentlichkeit gerückt ist und es auch jetzt nicht so als irgendwie das Thema mit Öko diskutiert wird, sondern dass das irgendwie eine existenzbedrohende Frage ist, um die wir uns kümmern müssen. Und ich glaube, viele ältere Grüne stehen da und sagen, ja, wir haben es ja schon immer gesagt, so, und fühlen sich eher so ein bisschen mehr bestätigt. Und das ist ja auch okay, weil klar, das Engagement gab es schon lange, aber dass es tatsächlich so eine Dynamik entwickelt hat, das ist jetzt tatsächlich durch die jungen Leute, die sich engagiert haben, nochmal entstanden. Und das ist gar nicht eine Sache, wo wir irgendwie, was wir schlecht finden, sondern das gibt uns ganz viel Rückenwind. So, also es ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, glaube ich, für alle. Mhm. Was würdest du denn sagen, was machen die denn richtig, was die Politik falsch macht? Ich weiß, das ist grob überzeichnet, das Engagement, die Politik, aber wir können jetzt nicht in alle Unterverästelungen gehen. Also was lernst du aus der Schlagkraft, die so eine Bewegung hat für deine Arbeit, für eure Arbeit? Oh, das ist eine sehr große Frage. Kurzen Antwort, bitte, muss ich das sagen. Ich glaube, es braucht bessere, niedrigschwellige Angebote, sich zu engagieren, die dann tatsächlich auch irgendwie was, also das ist ja auch eine Kritik von Fridays for Future, dass sie nicht ernst genommen werden, ihnen nicht auf Augenhöhe begegnet wird, die Sachen sich nicht ummünzen lassen in reale Politik, in irgendwie reale Konsequenzen. Und ich glaube, da kommen diese zwei Organisationsformen quasi gerade auch nicht zusammen. Dass irgendwie die Fridays for Future Proteste auch, ich meine, im Grunde stellen irgendwie auch natürlich im Parlament irgendwie Forderungen, die von Extinction Rebellion oder auch Fridays for Future oder vom Klimanotstand Berlin oder so, da gibt es ja verschiedenste Organisationen, die sich engagieren und wir tragen Forderungen ins Parlament, aber trotzdem gibt es vor allem auch auf Bundesebene keine Mehrheiten dafür. Und ich glaube, das ist eine Sache, dafür habe ich keine Lösung, aber das ist ein Problem, was ich sehe. Und ich glaube, dass es, dass vor allem so Möglichkeiten, sich möglichst oder so schnell, niedrigschwellig zu engagieren, auch in einem Ort, wo Hierarchien flach sind. Das ist eine Sache, wo klassische Parteien oder Politik anders funktioniert. Jetzt reden wir halt tatsächlich ein bisschen schematisch über die Jungen, die Alten. Du hast vorhin auch über die Alten in der Politik geredet, aber auch wieder gesagt, das betrifft nicht alle. Du hast das Rezo-Video angeführt. Das ist ja wirklich, da sieht man es ja wie unter der Lupe, was da alles nicht klappt und nicht gecheckt wird und nicht funktioniert. Aber lässt es sich wirklich sagen, das sind die Alten, Verbände, Parteien, Politiker, und es sind die jungen Organisationen, Politiker, meinetwegen Verbände. Ich denke jetzt an so Typen wie Ruprecht Polenz, dem folge ich auf Twitter. Und der, würde ich sagen, macht da im großen Format Bella Figura, was lauter Leute aus seiner Partei, die 20, 30, 40 Jahre jünger sind, nicht brillen. Ich glaube, das Problem ist vor allem, dass es sich nicht übersetzen lässt gerade. Es gibt auch super gutes digitales Engagement von irgendwie Menschen, die lebensälter sind. So, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich glaube, dass so klassisches Engagement. Die verstehen auch, wenn sie sich darauf einlassen, sehr wohl, wie es funktioniert und wie sie kommunizieren, um gehört zu werden. Das Problem, was ich sehe, ist zum Beispiel, ich hatte letzte Woche eine Podiumsdiskussion zur Renaturierung der Panke, das ist ein kleiner Fluss in Berlin, und da war es so, dass irgendwie dann auch über den Beteiligungsprozess gesprochen wurde. Und gerade auch, wenn es irgendwie um so junges Engagement geht, geht es ja auch ganz viel darum, wie können wir diese jungen Leute beteiligen. Und in diesem klassischen irgendwie Beteiligungsprozess, der von der Senatsverwaltung gemacht wurde, wurden halt dann die Verbände gehört und wurden die klassischen Umweltverbände gehört, was auch gut und richtig war. Aber wo ich einfach merke, okay, das sind zwei völlig verschiedene Welten gerade und die finden nicht zueinander und das ist das Problem, was ich sehe. Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo, wer bist du und was möchtest du wissen? Ich bin Jan vom KIUFI, das ist ein Verein, der Film- und Medienarbeit macht und das aber immer mit politischer Bildung verknüpft, weil ich meine, wir wissen es ja alle, in Zeiten von Hate Speech, Fake News, kann man das gar nicht mehr trennen, Medienbildung und politische Bildung. Und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt hier mit dazu gemogelt habe, weil du so die Frage gestellt hast, die ich auch die ganze Zeit schon habe, weil ich ja mit der Zielgruppe sehr viel arbeite, also den jungen Menschen und den Medien und der Politik, wo du meinst, ja, sind es einfach nur die Alten quasi etablierten, ob es jetzt die Verbände und Institutionen sind oder die Politiker, denen du zeigst, wie sie irgendwie ihren nächsten Insta-Post machen. Ich habe vielmehr das Gefühl, die Trennung liegt nicht zwischen Jung und Alt, was digitales Engagement angeht, sondern zwischen den sozialen Schichten. Also, weil letztendlich ist es doch so oder ist es nicht so, dass diejenigen, die sich engagieren, primär tatsächlich so eine bildungsbürgerliche Klientel ist. Also das sind dann die Gymnasiasten, die sich engagieren ganz viel. Und ich habe gerade gestern, weil wir im November genau zu dem Thema eine Fachtagung machen, mit Liquid Democracy gesprochen, weil die auch mal in Berlin haben, also gerade so, um so Teilhabe, Abstimmungsmöglichkeiten zu ermöglichen in der Kommune oder wie auch immer. Und die haben mir das halt auch bestätigt. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, niedrigschwellige Angebote braucht es, also, weil das ist für mich so die große Frage. Wie erreicht ihr jetzt die nicht bildungsbürgerlich gut betuchten, privilegierten jungen Menschen, sich euch anzuschließen? Die sowieso immer denken, ich habe dazu etwas zu sagen. Ja. Also wir probieren das gerade total doll von Fridays for Future, weil natürlich man lebt so, wenn man, sagen wir, in einer höheren Bildungsgrad einfach groß geworden ist, dann bildet sich um einen herum so eine Blase. So jeder beschäftigt sich mit Vegansein, mit Klimapolitik. Jeder ist dann irgendwie interessiert. Und dann gibt es aber halt auch wieder die anderen, die halt einfach nicht in dieses Thema so richtig reinkommen, weil sie keine Person haben, die sich aus dem Kreis selbst damit interessiert. Und da sind wir uns auch ein bisschen verantwortlich für, einfach komplett die ganze Gesellschaft mitzunehmen, und zwar alle Schichten. Deswegen, wir schreiben gerade Schulen an, wir gehen in Schulen rein, wir reden mit Direktoren, wir versuchen einfach auch mit, vor allem mit den Schulen halt in Neukölln, Wedding, in einfach solchen Bezirken ganz viel aufzubauen, damit die einfach auch merken, okay, wir sind trotzdem da und wir wollen euch trotzdem mit einbeziehen und wir geben euch ganz viele Informationen, was Klimabildung anbelangt, und erwarten eigentlich im Gegenzug nur von euch, dass ihr euch selbst mal ein bisschen erkundigt, was eure Zukunft einfach bringen soll. Und das ist so, wo wir uns gerade total ransetzen. Aber es ist auf jeden Fall, ich mache das jetzt seit 3 Wochen, es ist super schwierige Arbeit, Schulen antworten nicht, es dauert Ewigkeiten, es ist totaler Papierlauf, also es ist furchtbar. Aber was sagst du nach 3 Wochen, dann versuch mal mit dem Bezirksamt Pankow Kontakt aufzunehmen, da bin ich seit Monaten dran. Also ich, okay. Aber wir sehen das Problem auch und wir sagen auch gar nicht, dass es, natürlich gibt es eine Spaltung zwischen den Generationen, das ist einfach, weil sich die Generation vor uns hat sich einfach mit anderen Sachen beschäftigt, die haben in einer anderen Zeit gelegt, da waren noch andere politische, wirtschaftliche Probleme, da war das Klima einfach nicht im Vordergrund und ist in der Politik ja auch sehr untergegangen. Und jetzt ist es wieder da und die Generation, die jetzt existenziell bedroht ist, die will ja natürlich dagegen vorgehen. So. Und trotzdem probieren wir halt wirklich auch alle Generationen mit ins Boot zu holen, weswegen wir auch sagen, 20.09. seid dabei, weil es wird ein großer, fetter Streik mit allen Generationen, mit allen Gewerkschaften, mit allen Leuten, die sich jetzt endlich fürs Klima einsetzen. Ich weiß, Theresa zückt schon das Mikro, ja. Aber ich würde doch gerne nach Linda nochmal Silvan dazu hören, weil das war ja auch ein Vorwurf, der an Pulse of Europe ging. Ja gut, das sind die Leute, die hatten natürlich ein Erasmus-Semester und haben ein Jahr dort studiert und da gearbeitet und so. Und die wollen natürlich ihr gutes Leben und die Freizügigkeit erhalten. Also was sagst du zu Jans Frage, wie man die Leute ins Boot holt, für die jetzt wirklich nicht auf den ersten Blick klar ist, wozu brauche ich dieses Brüssel und Straßburg oder wozu brauche ich Fridays for Future? Ja, den Vorwurf gab es und der Vorwurf, wenn ich ehrlich bin und wenn ich so die Teilnehmenden bei unseren Demos so in Erinnerung habe, stimmt. Das war jetzt mehr Steglitz-Zehlendorf und weniger Marzahn-Hellersdorf. Ich habe mich auch mit dieser Frage lang beschäftigt. Wie kriege ich die Jugendlichen aus Marzahn, um es jetzt mal so platt zu sagen, ne? Also wie kriege ich die auf den Gendarmenmarkt und nicht so die Leute, weiß nicht, aus Zehlendorf oder so. Ich habe da keine so... Die dann abends noch ins Konzerthaus gehen. Ja, genau. So, ja, es hört sich blöd an, aber so war es tatsächlich bei unseren Demos. Und klar, das waren vor allem die Leute, die auch die Freiheiten, die sie genießen. Und das ist oft so, die Reisefreiheit. Das ist demjenigen, der eh kein Geld hat zum Reisen, egal. Dem ist es, oder
dem ist auch der Euro erstmal egal. Genau, ich habe da keine finale Antwort drauf gefunden, aber ich würde auch mitgehen, dass das Wichtigste, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so der goldene Weg ist, aber das Wichtigste sind erstmal, wir müssen die Jugendlichen dort abholen, wo sie eh die ganze Zeit sind. Das ist erstmal Schule und Social Media. Okay, und jetzt Theresa, bitte. Ja, genau, dazu wollte ich ganz kurz was sagen, weil ich glaube, natürlich ist das ein großes Problem, aber man muss echt dazu sagen, das ist ein ganz altes Problem. Das ist kein Problem der jungen, digitalen Engagierten, sondern das ist ein Problem, was sich eigentlich durch das Engagement in den Jahrzehnten durchgezogen hat. Das Engagement schon ja nachweislich immer mehr Bildungsschichten, obere Bildungsschichten erreicht hat. Und das ist ein Problem, an dem sich im Grunde die Engagementförderung seit Jahrzehnten auch die Zähne ausbeißt, weil noch niemand so richtig das Rezept hat, wie man das jetzt ändert. Also Ungleichheit im Engagement ist einfach flächendeckend ein Thema und kein spezielles Problem dieser Bewegung. Aber ich wollte mal was anderes sagen. Ich glaube nämlich, dieser Gap, den ich eben beschrieben habe, diese Linie, wo eben man sich nicht mehr versteht, die hat für mich noch mit was anderem zu tun. Das sind nicht unbedingt verschiedene Schichten, die da miteinander sich nicht mehr verstehen, sondern ich habe das Gefühl, das ist jetzt so eine wilde These, die ich mal in den Raum stelle, dass es eher an der Linie ist, Menschen, die sich andere Formen der Beteiligung und Politik vorstellen können und die Etablierten, die das eben nicht können, die das auch nicht wollen, sondern die im Grunde eher Machtverhältnisse so lieber erhalten wollen, wie sie bereits sind. Und das merke ich an vielen der jungen Stimmen ganz deutlich, dass die sagen, wir haben eben auf Parteien keinen Bock. Irgendjemand sagte in der Sitzung mal, dass das sei minus sexy, glaube ich, weil sie sagen, das ist uns zu ineffizient, da wird stundenlang geredet, es geht um ganz viele Hierarchien innerparteiisch, wir kommen gar nicht zum Thema. Also dieser Themenfokus scheint total wichtig zu sein und eben andere Formen der Politik. Und da habe ich jetzt auch noch keine Antwort, wie das sich weiterentwickelt oder gelöst wird, aber ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Linie, die man da sich angucken kann, warum dieses Missverständnis oder diese verschiedenen Gruppen nicht mehr richtig in Dialog kommen. Ganz kurz, weil du Minus-Sexiness gesagt hast, ich habe das mal, ich weiß nicht, ob du das meintest, aber ich habe das mal bei einer eurer Sitzungen zum BBE gesagt. Ah, okay. Okay, der Urheber ist da. Also, my bad. Ist jetzt vielleicht nicht so total befriedigend für dich. Du nimmst jetzt hier keine To-Do-List mit. Nee, das war mir klar, das hatte ich auch nicht erwartet. Naja. Also der Punkt ist einfach, weil letztendlich geht es halt darum, ihr habt ja Teil an mittlerweile auch Entscheidungsprozessen. Zumindest Fridays for Future hat ja einen enormen Einfluss. Also jetzt durch die Agenda, die ihr einfach gesetzt habt damit. Ja, aber passiert schon trotzdem nichts. Also ich meine, wir streiken seit einem Jahr, was ist passiert? Also tut mir leid. Aber ich finde, es ist viel mehr auf dem Schirm von, guck mal, alle schreiben sich jetzt plötzlich grüne Politik irgendwie auf die Fahne, alle Parteien. Und ganz, ganz kurz, um nur so, also worauf, wo ich hin will, ist, also letztendlich geht es ja um politische Teilhabe. Und das meinte ich einfach auch mit den, also Engagement, ja, gebe ich dir recht, das war schon immer so, aber es geht ja auch um politische Teilhabe. Und ich finde es einfach erschreckend, wenn es tatsächlich so ist, dass eben doch wieder nur die privilegierte Klientel politisch mitentscheidet und mitbestimmt. Und da geht es mir halt darum, wie kann ich die anderen reinholen. Und letztendlich meine ich rausgehört zu haben, dass du so vorgehst, wie wir das auch machen, nämlich, dass wir quasi analog diese Zielgruppen ansprechen. Das heißt eigentlich ganz klassisch Oldschool, das ist dann kein digitales Engagement, sondern das ist wirklich auf der Straße, in der Schule, wie auch immer. Und so muss ich die ins Boot holen. Also kann man überhaupt so eine klare Trennlinie ziehen zwischen dem analogen und digitalen Engagement oder der Ansprache der Leute? Frage an euch, würde ich sagen. Na, ich, also man braucht beides, so beides bedingt einander und es geht nicht nur mit einem. Also klar müssen wir so die typischen Formen nehmen, wir müssen an die Schulen gehen zum Beispiel, aber um nicht nur diese analogen Formen zu nehmen, wie ich gesagt habe, müssen wir unbedingt ganz viel Social Media zum Beispiel bespielen und dort die Leute abholen und die Jugendlichen, weil sie dort eh schon sind. Ja, das Ding ist ja auch, man erreicht ja auch einfach viel, also Leute, die viel, viel weiter weg sind, global, international, du hast so viel mehr Möglichkeiten. Du brauchst immer die Leute, die aktiv sind und wirklich den Nachmittag sich frei nehmen und sagen, ich gehe jetzt in die Schule, ich gehe in den Sportverein, ich gucke mir das alles an. Aber genauso brauchst du die Leute, die ständig halt die Leute global, weltweit auf dem Laufenden halten und sagen, wir sind immer noch hier, wir sind da, wir machen dies, wir machen das, schließt euch uns an. Und das verbreitet sich halt auch. Aber es muss halt, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass man in diese Blase einmal reinrutscht, damit man es dort dann auch verbreiten kann. Und das ist, glaube ich, woran wir wirklich arbeiten müssen.
Du wolltest aber auch noch antworten. Einen Punkt, ich versuche das gerade so ein bisschen, weil wir viele verschiedene Themen angesprochen haben, so ein bisschen zu bündeln. Ich glaube, die Quintessenz aus dieser Problematik, Menschen, die politisch auch abgehängt sind quasi, die nicht so viel Macht haben einfach, weil sie zum Beispiel einer Minderheit angehören, marginalisiert sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, die haben durch Digitalisierung eine ganz große Chance, die auch genutzt wird, sich zu vernetzen, gegenseitig irgendwie Erfahrungen zu teilen, die Sachen öffentlich zu machen, viel niedrigschwelliger auch irgendwie an Pressekontakte zu kommen, die Sachen öffentlich zu machen. Ich glaube, der Knackpunkt, das ist auch das, was irgendwie du eben angesprochen hast, dass es nicht unbedingt dafür sorgt, dass sich was verändert. So, und das ist das, was ich auch vorhin meinte mit in der klassischen oder in der reellen Machtabbildung ändert sich nicht viel. Auch jetzt durch Fridays for Future, wie gesagt, ihr demonstriert seit einem Jahr irgendwie, seid da, die ganze Debatte, alle Vorhertalks, alle reden irgendwie darüber. Aber was sich wirklich übersetzt, gerade auch auf Bundesebene bei der GroKo, ist quasi gar nichts. So. Und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt, wo es auch einfach eine Verschiebung gibt zwischen dem Diskurs und dem, was dann wirklich passiert, quasi auf einer politischen Ebene, auf einer rechtlichen Ebene, ist halt nicht viel. Und das ist das, was auch früher meine Motivation war, zu sagen, ich will in ein Parlament gehen, weil ich gemerkt habe, da ist das, wo irgendwie Dinge entschieden werden. So. Und da fehlen die Leute, die eben eine andere Lebensrealität haben, die eine Lebensrealität haben, die auf die Straße gehen und da aktiv sind. Die sind nicht im Parlament. So. Die kommen von außen rein. Immer weniger im Parlament sogar. Tatsächlich gab es die früher Leute mit einem Abschluss als Handwerker oder als Bürokraft oder so, gab es häufiger im Parlament als heute, wo weiß ich nicht, zu welchem Prozentsatz da Juristen sitzen. Richtig, das einmal. Und die Parlamente werden in Deutschland auch weniger weiblich und sie werden noch älter, als sie waren. Also das muss man auch, finde ich, sich immer wieder in der politischen Debatte vor Augen führen, selbst wenn man irgendwie jetzt sich umguckt und sagt, ja, in der Presse und überall in der Gesellschaft sind Frauen und auch jüngere Menschen stärker repräsentiert. Das bildet sich nicht ab in unseren demokratischen Prozessen. Und da haben wir ein massives Defizit. Okay, dann ist jetzt die Frage nach Huhn und Ei. Also sind die jungen Leute schuld, weil die wollen da nicht hin, wo entschieden wird, wie du sagst? Oder sind die Institutionen verantwortlich, weil sie halt so minussexy sind? Darf ich ganz kurz eine Sache noch dazu sagen? Ja. Die Frage war ja auch, wie erreichen wir die Leute? Und ich glaube, das hast du eben auch gesagt, es braucht beides. Es braucht einmal eine Ansprache vor Ort. Also ich habe zum Beispiel Schulklassen können bei mir ins Abgeordnetenhaus kommen, können irgendwie mit mir reden, kriegen so eine Führung und so. Das ganze klassische Parlamentsprogramm. Ich komme aber auch an Schulen, an Podiumsdiskussionen. Und das, was ich merke, wo es tatsächlich dann in eine intensivere Auseinandersetzung geht, ist dann, wenn ich am Ende nochmal sage, so und jetzt, damit das nicht irgendwie veräppt, folgt mir auf Social Media oder irgendwie, wenn ihr was habt, schreibt nicht unbedingt mich. Es geht mir auch bei diesem Engagement oder bei irgendwie Interesse wecken nicht darum, dass sie dann irgendwie alle zu den Grünen kommen oder irgendwie alle mich ansprechen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum zu wissen, Parlamentarier und Politik ist ansprechbar und Engagement, Interessenverbände sind offen für alle so. Man kann sich einbringen und wenn es irgendwie ein Problem gibt, dann sprecht Leute an. So, und das ist mir schon irgendwie öfters passiert. Mich hat irgendwie im letzten Jahr haben mich zwei Schülerinnen aus Brandenburg von irgendwie aus einem kleinen Dorf angeschrieben und haben irgendwie via Instagram und haben dann gesagt, ja, wir haben hier ein Problem in der Klasse, waren irgendwie rassistische Sachen und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, was machen wir denn jetzt? So, und ich hatte damit erstmal ein Bundesland, anderes Bundesland, ich hatte eigentlich nichts damit zu tun, konnte aber helfen. So, und die sind, glaube ich, die sind dabei geblieben und dadurch passieren Dinge durch Social Media, weil sie irgendwie mal darauf gekommen sind, irgendeine von denen ist mir gefolgt und ich glaube, durch solche Sachen können Sachen intensiviert werden und ja, wie gesagt, ich glaube, es braucht beides. Okay, sorry, ich wollte nur ganz kurz, ich bin auch gleich wieder weg, ich will jetzt hier den Rahmen nicht sprengen. Weil du meinst, naja, es sei ja viel leichter, sich heutzutage zu beteiligen durch die digitalen Dinger, das ist ja das Problem, das klappt ja nicht mit der Zielgruppe und deswegen wollte ich jetzt noch kurz abschließen, dann lasse ich euch wieder in Ruhe und in deine Richtung sagen, also eine Forderung, die ich noch hätte, wäre tatsächlich, dass einfach auch diese pädagogische Begleitung, die Prozesse, in die das analog eingebettet werden muss, dieses digitale Engagement, die digitale Teilhabe, dass dafür einfach auch Geld da ist und dass das auch berücksichtigt wird. Das war sozusagen in diesem Schulungsbedarf, den Theresa angesprochen hat. Ja. So, und jetzt noch deine 5 Cent. Vielen Dank. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken über diese schwierige Frage, wer ist schuld? Und ich würde eigentlich sagen, das ist echt eine schlechte Frage, nicht jetzt als Kritik an dich, aber es ist eine schlechte Frage, wenn wir da stehen bleiben als Gesellschaft und uns fragen, okay, wer ist jetzt schuld? Und dann bewegen wir uns nicht mehr und können uns gegenseitig die Schuld zuweisen. Wo man anbauen muss, ausbauen muss. Naja, ich glaube, auf beiden Seiten gibt es eine demokratische Verantwortung zu überlegen, wie man demokratische Prozesse möglich macht. Und das heißt, für diejenigen, die gerade unheimliche Kraft auf die Straße bringen, heißt das zu überlegen, wie kriegen wir das umgesetzt? Oder wie kriegen wir das in Formate,
die auch in Dialog gehen können, die auch nicht unbedingt in eine Partei gehen müssen. Aber wie kriegen wir Formate hin, die entweder Menschen beeinflussen oder die in irgendeiner Weise Politik so beeinflussen, dass wir erfolgreich werden? Und auf der anderen Seite hat Politik eine Verantwortung, demokratischen Willen auch irgendwo zu integrieren und sich da auch zu öffnen für neue Prozesse. So. Aber geht das wirklich, das ist auch wieder eine Frage an euch alle, geht es wirklich unter einen Hut? Also was du ja eingangs beschrieben hast, June, klar, da werden die Sachen entschieden nach einer langen Zeit und vielen Vorlagen in Umlaufmappen und Beratungen und so weiter und so fort. Auch innerhalb einer Partei und Fraktion ist man sich nicht immer einig und hat denselben, dieselbe Meinung zu einem Sachverhalt. Und du hast vorhin gesagt, junge Leute sagen, boah, ja, mach das mal alleine, das ist mir zu langsam, da fehlt mir der Fokus, da wird ja nichts entschieden. Und verkennen damit die Tatsache, die du angesprochen hast, doch, da wird entschieden, aber es dauert wahnsinnig lang. Also diese Prozesse, über die wir reden, gerade wenn es um Kommunikation auf sozialen Medien geht, ist halt schnell, oft viel zu schnell, oft sehr emotionsgeladen. Der Algorithmus belohnt das und das, was ihr macht, ist sozusagen das genaue Gegenteil. Also ich frage mich, wo ist das Bindeglied? Ich glaube, im Moment gibt es eben noch keine guten Bindeglieder, aber ich hoffe, dass die entstehen werden. Also dass auch, ich glaube schon, dass Parteien verstanden haben, wir brauchen jetzt irgendwie digitale Kommunikation. Ich glaube, da werden Influencer gewonnen für verschiedenste Interessen plötzlich. Also ich glaube, da gibt es langsam so einen Lernprozess, um eben auch eine Verständigung mit einer jüngeren Generation wieder hinzubekommen. Und ja, gerade ist das noch sehr am Knirschen. Aber ich hoffe, dass aus beiden Bereichen da einfach weiter darüber nachgedacht hat, Politik auch an der Stelle ein bisschen neu zu erfinden. Darf ich noch was ganz kurz hinterher schieben? Also ich warte nämlich schon die ganze Zeit auf irgendein Stichwort, was mir dabei hilft. Weil ich jetzt wollte, gibst du es dir selber. Ja, weil es nicht gekommen ist. Weil eine Sache war mir ganz wichtig. Und zwar möchte ich so ein bisschen was anteasern, was im Rahmen des Berichts entstanden ist, was ich wirklich ganz toll finde. Und zwar haben wir lange überlegt, wie schaffen wir das, eben nicht nur einen Bericht zu schreiben, der über das Engagement von besonders jungen Menschen schreibt, weil das ist der Auftrag des Berichts, sich die Digitalisierung und Engagement anzugucken und vor allem die junge Zielgruppe. Wir haben überlegt, okay, wir machen einen Dialogtag und versuchen mit den jungen Menschen, die dahin kommen, das waren Engagierte aus 13 Engagierte aus ganz verschiedenen Organisationen und verschiedenen Hintergründen, mit denen was zu erarbeiten, was Forderungen sind an die Veränderungen für junges Engagement. Und da ist tatsächlich etwas sehr Tolles bei rausgekommen. Ein Mensch, der daran maßgeblich mitgearbeitet hat, der Marcel, der ist heute auch da. Ich gebe das gerne mal rum. Ja, das ist ja fantastisch. Wir haben mal zwei Previews ausgedruckt. Sie können einfach mal gerne weiterleiten, durchgucken. Und da sind letztlich 5 Forderungen rausgekommen von jungen Menschen an die Politik, was getan werden könnte, um junges Engagement zu stärken. Mhm. Und Digitalisierung spielt da auch eine Rolle, aber das war für junge Menschen im Grunde sowas, was sie so nebenbei miterleben, was irgendwie so sehr schon zu ihrem Alltag gehört, dass es jetzt kein spezielles Thema werden musste. Aber ich wollte darauf nochmal hinweisen und das erscheint demnächst auf unserer Website. Da kann man sich das auch runterladen und auch sehen, wer da so mitgemacht hat. Und ja, ich finde, es ist fantastisch geworden. Und das Positionspapier heißt, es geht um die Welt, was ich auch irgendwie sehr treffend finde, ist aus einem Zitat von jemandem aus der okay. Runde. Dann danke noch dafür. Jetzt haben wir einen neuen Gast. Hallo. Also mein Name ist Melly Güner, ich arbeite für das Bundespresseamt. Jetzt ein ganz anderes Thema, aber es ist kurz angesprochen worden von Ihnen. Also auch wir haben das Wieso-Video zur Kenntnis genommen und würde gerne wissen, wie hätte man dann Ihrer Meinung nach darauf antworten sollen oder können? Ja, spontan. Also ich bin jetzt keine Presseexpertin. Hätte man zum Beispiel da ein wirkliches Gespräch auf Augenhöhe quasi anfragen können, um mit ihm wirklich im Nachgang direkt zu reden, oder man hätte zum Beispiel auch dieses Video, ein Video selber veröffentlichen können. Man hätte es auch eigentlich vielleicht gar nicht mit einer knallenden Replik irgendwie versuchen müssen, sondern es einfach aufnehmen in den Dialog, es kommentieren, es sagen, ja, wir stellen uns der Kritik, die da gesagt wurde. Also ich glaube, es hätte ganz viele Varianten gegeben, die vielleicht für die Öffentlichkeit Verständnis, also die, wo man mehr verstanden hätte, dass daraus ein wirklicher Dialog entsteht. Also so hatte man das Gefühl, da kommunizieren doch zwei verschiedene Welten stark aneinander vorbei. Aber ich habe jetzt auch keine perfekte Strategie, die ich Ihnen jetzt mitgeben kann. Es tut mir leid. Aber Silvan vielleicht? Ja. Na, ich habe jetzt auch keine Strategie, die ich hier vorlegen könnte, aber ich kann auf jeden Fall sagen, oder möchte auf jeden Fall sagen, wie man es nicht macht, nämlich mit einem 11-seitigen PDF. Ich fand die... Hat sich rumgesprochen. Die...
Variante, die Lars Klingbeil, Kevin Kühnert und Timo Wölken genutzt haben, auch ein YouTube-Video zu verwenden oder zu machen, fand ich cool. Es war auf derselben Plattform, es war sehr niedrigschwellig, die saßen dann nicht im Anzug oder so und haben einfach gesprochen und ganz locker darauf geantwortet, ein Gespräch angeboten, und das war eine Variante, die ich in der Debatte ganz gut fand eigentlich. Und ich würde dann nochmal auf meinen Ruprecht Polenz zurückkommen, mit dem ich nämlich genau ein Interview zu der Frage geführt habe. Ich kann jetzt kein Fazit dieses Gespräches wiedergeben, aber schaue einfach mal, was der so auf Twitter schreibt. Und das fand ich ganz erstaunlich, dass wirklich ein Politrentner weit jenseits der 70 eine Lässigkeit an den Tag legt und eine Versiertheit mit dem Medium, ohne sich da irgendwie ranzuschmeißen oder wie so ein aufdringlicher Opi zu wirken, sondern völlig natürlich und ungezwungen, was ich sehr beeindruckend fand. Also geht auch anders. So. Ja, danke. Jetzt würde ich natürlich gerne noch sowas wie den Nestor der deutschen Protestforschung hier anführen. Dieter Rucht, auch tatsächlich ein älteres Semester, der sagt über die Fridays for Future, die Begeisterung aufrecht zu erhalten, Woche für Woche, ist sehr schwierig. Was würdest du sagen, Linda? Sagt er das, weil er den Anschluss verpasst hat, oder hat er da recht? Also merkst du vielleicht bei dir, bei anderen, bei der Bewegung da auch, da ist eine ziemliche personelle Fluktuation, oder da schlafft der eine oder die andere auch mal ab? Also schwierig weiß ich nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Es ist auf jeden Fall ein großer Aufwand, sich jeden Freitag was Neues zu überlegen, damit jede Demo auch wieder interessant wirkt. Ich meine, wir probieren jetzt auch wieder mit Fakten ranzugehen, dass wir auf jeder Demo Klimafakten vorlesen, die aktuell politisch gerade irgendwie um die Runde gehen, dass die Leute, die kommen, dass Schüler vor allem wirklich von uns aufgeklärt werden, dass wir auch eine kleine Aufklärungsfunktion bekommen. Aber generell haben wir natürlich immer die Angst, dass wir kleiner werden könnten, dass wir weniger werden, dass die Leute das Interesse verlieren. Ich meine, ich merke es ja schon bei Leuten von Freundeskreis, die sagen, oh, kannst mal aufhören, das Thema hört man überall, ständig in den Medien. Du bist so, ja, aber das ist das Problem. Wir haben einfach nicht das Gefühl, dass wir gehört werden. Das ist halt auch das, warum, glaube ich, viele von uns sich einfach auch gegen diese politische Laufbahn so ein bisschen stellen, weil sie dann einfach sagen, wir haben hier in dieser Bewegung Möglichkeiten, wirklich unsere Ideen und was wir uns an Konzepten überlegt haben, auszuführen. Und es bedarf keinen Prozess. Da hast du dann Leute, die sagen, hey, finde ich cool, ich unterstütze dich. Und dann wird das gemacht. Und das ist wahnsinnig. Wir haben jetzt immer mehr Projekte, die in die Öffentlichkeit kommen, wo man sich echt denkt, das sind tolle Sachen. Also CO2-Bepreisen in Mensern. Es gibt so viele Sachen, die jetzt einfach ins Laufen kommen, einfach weil wir ja in dieser Bewegung angefangen haben, Sachen aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch, was viele junge Leute sich einfach erhalten wollen, die Möglichkeit, sich in dieser Bewegung selbst auszuleben. Okay, Sylvain. Dieter Rucht ist ja jetzt vor allem meiner Meinung nach auch Experte darin, Bewegungen, die gerade am Entstehen sind, ihr Ende zu beschreiben. Das war bei Pulse of Europe genauso. Also als wir angefangen haben, wusste er schon ganz genau, wie es enden wird. Und ja, okay. Ja, ich glaube, ich hatte so in einem Abwasch erlebt. Ja, genau. Und wir haben uns lieber darauf konzentriert, jetzt einfach mal zu machen und unsere Bewegung da aufzubauen und zu demonstrieren. Aber hat er nicht, wenn wir dann euer Beispiel nehmen, doch ein bisschen recht, weil der Wumms und die Begeisterung war halt nicht mehr da. Naja, und da denke ich mir so, ja, Herr Rucht, was für eine Erkenntnis. Also Bewegungen kommen und gehen, und das ist auch gar nicht schlimm. Also ich habe jetzt, na klar, also wir hatten so 7500 Leute auf dem Gendarmenmarkt. Natürlich fand ich es dann auch schade, als nur noch 500 oder so da waren. Aber wir hatten unser Ziel, was wir ja grundsätzlich hatten, die EU in den öffentlichen Diskurs zu bringen, positiv zu besetzen, Bilder auch natürlich zu produzieren von tausenden Menschen mit EU-Flaggen europaweit, erstmal erreicht. Und da waren wir dann auch zufrieden. Und wie gesagt, wir sind ja da, wenn es wieder brennt, aber dass Bewegungen kommen und gehen, so, ja. Das ist ja auch das, was wir uns bei Fridays for Future sagen. Wir möchten jetzt nicht immer jeden Freitag streiken. Das soll ja auch irgendwann mal ein Ende haben, aber halt erst, wenn wirklich auf uns reagiert wird, wenn wir merken, da funktioniert es jetzt endlich. Also ich meine, deswegen ist es immer irgendwo schwer, aber es muss ja einfach passieren. Und ich glaube auch, dass Fridays for Future nicht so schnell untergehen kann, weil es mit dem Klima ja gerade nicht besser wird. Also wenn man sich in den Nachrichten alles durchliest, also. Und mit Europa auch nicht unbedingt, ne? Ja. Aber ich glaube, Klima ist gerade an so einer Stelle angekommen, wo man sich einfach denkt, wenn man da jetzt nichts macht, dann brauchen wir auch später nicht über Europa oder sowas zu diskutieren, weil irgendwann hast du auch nichts mehr zu diskutieren. So, dann kämpfst du halt ums Überleben, dann musst du gucken, wo du bleibst, und das sollte auf gar keinen Fall erstmal so weit kommen.
Ganz kurz, um auf den Halbsatz einzugehen. Also klar, dass in Europa jetzt nicht alles perfekt ist, so das haben wir nie gesagt, das erwarten wir auch nicht. Aber die Zustimmungswerte sind in allen Ländern zur Europäischen Union auf Rekordhoch. Jedes Land ist mehrheitlich proeuropäisch, also die Bevölkerung dort. Und was das angeht, gibt es nicht diese Brisanz und diese Notwendigkeit, wie zum Beispiel bei Fridays for Future. Okay, also die Umfrage möchte ich gerne mal sehen. Die belegt, dass alle Mitgliedstaaten in der Bevölkerung proeuropäisch sind. Dachte man ja vor der Abstimmung in Großbritannien auch, dass das so sicher ist wie es Amen in der Kirche. Und dann waren es eben doch, ich glaube, 2% mehr als auf der Gegenseite. So, jetzt würde ich aber... Eurobarometer, ganz so. Das Eurobarometer. Okay, das google it, werde ich tun. Habt ihr eine Frage, Anmerkung? Weil ich glaube, wir sind so ein bisschen im Landeanflug. Und dann solltet ihr schnell die Gelegenheit nutzen, nochmal das zu fragen, was ihr wissen wolltet. Also ihr habt natürlich nachher auch noch die Gelegenheit, wir können draußen was trinken, aber ihr könntet auch hier nochmal im größeren Rahmen mit euren Anliegen kommen. Fragen? Kritik? Yes! Mit einem Hechtsprung. Ja, das ist der Vorteil, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Und ich finde, Sitzsäcke sollte es bei jeder Podiumsdiskussion jetzt geben. Oh nee, ich sitze lieber auf dem Stuhl, aber okay. Ja, Lukas, wie gesagt, in der SPD und bei den Jusos aktiv. Und die Frage geht an dich, weil wir auch eben so ein bisschen über Bewegung gesprochen haben und du gesagt hast, so in die Parteien wollen wir eher nicht so, aber wie stuft ihr euer Verhältnis zu Parteien ein? Weil ich es immer schwierig finde, wenn solche Bewegungen sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, also jetzt gar nicht auf euch gemünzt, oder wir lassen auch keine Rednerinnen und Redner von Parteien auf unseren Veranstaltungen zu, wo aber Parteien, und davon bin ich absolut überzeugt, halt am Ende auch die sind, die es am Ende nämlich in den Parlamenten ja am Ende umsetzen. Also das Grundprinzip, was ja auch Greta immer probiert zu sagen, es ist uns eigentlich in dem Sinne ein bisschen egal, was die Politiker über uns denken, sondern wir wollen einfach nur, dass ihr auf die Wissenschaftler hört, deswegen hört nicht auf uns, wenn ihr es nicht möchtet, aber hört eben auf die Wissenschaftler. Und ich glaube, dieses Verhältnis spiegelt es halt auch gut wider, weil wir sagen, wir solidarisieren uns zum Beispiel ja auch mit jedem, der unsere Ziele und Forderungen, wie zum Beispiel einen schnellen Kohleausstieg, dass bis 2019, also bis zum Ende, 25% abgeschaltet werden. Und alle die, die sich mit unseren Forderungen gleichgesinnt fühlen und die in einer friedlichen Art und Weise umsetzen wollen, denen schließen wir die Türen auf gar keinen Fall zu. Aber bei der Politik sind halt immer dann die also da wird dann immer dagegen gesprochen, dass man so, aber das geht nicht und das können wir auch nicht. Wir haben uns mit Parteien auseinandergesetzt, wir haben uns mit sehr vielen verschiedenen Gruppen schon getroffen. Ich persönlich habe mich auch zum Beispiel mit den Jusos und Neukölln auseinandergesetzt, bei der Linken war ich auch schon. Wir hatten sogar eine Anfrage von der AfD, aber von der Jungpartei. Deswegen, also wir probieren da auch schon mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was aber trotzdem erst immer noch so ein bisschen unterschwellig laufen soll, weil wir sagen halt, wir wollen parteitechnisch jetzt nicht aktiv werden, wir wollen, dass ihr auf die Wissenschaftler hört und das eigentlich umsetzt, was die fordern aber und was wir damit erfordern. Lass mich das vielleicht doch noch mal ein bisschen zugespitzter nachfragen. June hat ja vorhin geschildert, dass ihr auch noch eine ganz schöne Unterströmung darstellt für die Grünen oder ganz schön Rückenwind gibt. Also im Grunde könnte ich jetzt deine Frage nehmen und sagen, na klar, euer Ziel müsste sein, Baerbock oder Habeck sind Kanzlerin und June sitzt im Roten Rathaus und dann wird es schon. Ja, also wir freuen uns natürlich zu hören, dass wir der Grünen so Rückenwind geben können, aber dafür erwarten wir natürlich auch, dass dann Sachen passieren, dass wir die sehen können. Und ich meine, würde und das seht passieren? Ihr oder nicht? Oder seht ihr nur, dass die Zustimmungswerte steigen? Das ist jetzt wahrscheinlich sehr fies, aber generell von den Veränderungen weltweit oder was Deutschland betrifft, sehen wir nichts. Darf ich die? Ja, klar. Ja, das ist ja das Problem. Also das ist ja das Problem, dass eben sich auch die guten Umfragewerte der Grünen derzeit, das hat ja nichts an den realen Machtverhältnissen gerade geändert. Wir haben immer noch GroKo, es ist immer noch CDU, SPD im Bund. Wir haben zwar in Berlin Rot-Rot-Grün so, aber auch mit unseren Koalitionspartnern hier ist Klimaschutz nicht das Hauptthema, wo irgendwie unsere, die anderen Parteien irgendwie dann immer für alles genauso brennen, wie wir das tun. So, daher ist das genau das Problem. Das würde ich gar nicht in Gegensatz stellen, sondern ganz im Gegenteil. Und es kommt ja leider vor, dass wir von einigen Spitzenkandidaten auch immer wieder runtergeredet werden. Also von wegen, der Ball wird flach gehalten, ach, die armen Schüler, die sollen mal wieder zur Schule gehen, die wissen sowieso nichts. Das ist alles nicht förderlich. Also da sind die jungen Schüler mehr abgestreckt als jetzt die Leute im Studentenalter, sage ich, die dann natürlich schon wieder ein bisschen aufgeschlossener an die Sache rangehen. Aber Schüler denken sich, wenn sie sowas hören, wenn die Älteren ihnen das erzählen, dann da haben die einfach keine Lust drauf. Und das gab es, ich glaube, mit den Grünen als Ausnahme aus allen Parteien in unterschiedlicher
ordentlicher Dosis von Gehässigkeit, diese Absage an die nicht satisfaktionsfähigen jungen Leute, auch wenn die durchaus wahlberechtigt sind oder es bald sein werden. Was uns immer noch fehlt, glaube ich, ist der Transmissionsriemen für dieses digitale Engagement in den politischen Raum. Aber ich glaube, das werden wir hier heute Abend auch nicht rausknuppern, aber ich glaube, so ein paar Wege oder Gedanken, an denen man mal weiterarbeiten könnte, habt ihr auf uns auf jeden Fall gesagt. Ich würde gern tatsächlich am Ende, weil wir natürlich auch so fette Themen haben, mit euch nochmal so in die Glaskugel gucken, also nach vorne gucken. Vielen Dank. Wenn ihr mal so 10, 15, 20 Jahre weiterdenkt, fange ich vielleicht bei dir an, Theresa. Gibt es dann so Politik as we know it noch? Also Parteien, parteinahe Verbände, Parteikarrieren, Gremien, dieses ganze Programm, gibt es das dann noch? Wie viele Jahre? Darfst du dir aussuchen. Sagen wir jetzt, na, ich sage mal 20. Also ich glaube, ja, wahrscheinlich in 20 Jahren wird es zumindest noch Überbleibsel davon geben. Mhm. Und manches davon ist ja auch nicht ganz schlecht. Vieles davon hat sehr viel Demokratie gesichert, sehr viel Stabilität gegeben, Freiheiten hergestellt. Also ich glaube, das ist gut, dass es viele dieser Strukturen auch noch geben wird. Ich hoffe aber, dass es in 20 Jahren auch ganz andere Formate von Politik gibt, die ein bisschen anders funktionieren und die sich was abgeguckt haben oder verstanden haben, wie Menschen sich beteiligen wollen. Also Demokratie ist ja nie etwas Abgeschlossenes, sondern immer etwas Lernendes, Dynamisches. Und das zeigt die Geschichte, auch wenn wir immer in der Zeit, wo wir leben, denken, alles ist so, wie es ist und es ist unveränderlich, ist es nicht. Sondern natürlich können auch politische Prozesse sich massiv verändern und bestimmte Instrumente total wertvoll werden. Und das hängt an ganz vielen kleinen Rädern, an ganz vielen Menschen, die innerhalb des Systems und außerhalb des Systems sagen, lass uns mal drüber nachdenken, ob man das auch ein bisschen anders machen kann. Und das heißt aber auch, man muss immer den Willen haben, darüber zu reden, wie man es denn jetzt anders machen kann. Weil ich glaube, die große Überwerfung, die Revolution, würde ich nicht sehen wollen und glaube ich auch nicht, dass wir sie sehen. Gibt es Pulse of Europe noch? Oder noch, wo wir gefragt, gibt es die EU noch? Also den Kern deines Anliegens? Naja, also ob es dann noch die Europäische Union ist, weiß ich nicht. Ich kann mir auch andere Formen der europäischen Integration vorstellen. Also ich meine, es gab ja vor ein paar Jahrzehnten auch die Europäische Union noch nicht. Da gab es ein Vorgängermodell und so soll, also wir sollten jetzt nicht bei der Europäischen Union, wie sie jetzt ist, stehen bleiben, sondern auch die weiterentwickeln. Aber was die Parteien angeht, um auch vielleicht da kurz drauf zu antworten und dieses parlamentarische Demokratie, repräsentative Demokratie, das jetzt vielleicht, wo viel über Demokratie und alternative Form oder so nachgedacht wird, nicht so eine fancy Meinung, aber ich hoffe, dass es diese Verfasstheit, wie wir sie im Moment haben und auch in den 20 Jahren und noch hoffentlich viel, viel länger geben wird, natürlich mit anderen Beteiligungsformen vielleicht, anderen Strukturen, natürlich müssen die Strukturen aufgebrochen werden, aber so grundsätzlich, dass die Parteien an der Willensbildung mitwirken, das sollten wir behalten und deshalb wünsche ich mir vor allem von Bewegungen, vor allem wie Fridays for Future, die gute Forderungen haben, dass sie erkennen, dass es nun mal umgesetzt wird in der Politik und dass sie sozusagen den Marsch durch die Institutionen antreten und mitmachen, so schwierig und so langwierig und so das auch sein mag, und ich meine, ich als Juso kann da ein Lied von singen, ja, brecht die Strukturen auf, geht in die Institutionen, in die Parteien und macht's besser. So, es hört sich platt an, aber das würde ich mir wünschen. Okay, dann sind wir bei dir, June. Was sind die Grünen in 10, 15, 20 Jahren für eine Partei und was machst du dann dort? Ich hoffe, dass viel unserer Thematiken überflüssig geworden sind. Ich hoffe, dass wir viele Sachen oder dass viele Sachen umgesetzt sind und wir nicht mehr irgendwie so massiv für Dinge alleine auf einem einsamen Posten kämpfen müssen. Grundsätzlich finde ich die Frage ist schwierig. Ich kann mir sehr gut, ich glaube, worum es wirklich geht, ist ja, was für Organisationsformen werden wir zukünftig leben? Wenn wir jetzt über EU sprechen, also für mich geht es nicht nur irgendwie um Europa und den europäischen Raum, sondern es geht um die ganze Welt so. Es geht darum, wie wir global miteinander zusammenleben. Wir sind in den letzten, also ich meine,
bin ja erst 22, so, den Rest weiß ich aus Geschichtsbüchern. Aber es ist ja schon so, dass wenn man sich anguckt, wie sich Gesellschaft verändert hat, jetzt auch in der kurzen Zeit, in der ich irgendwie politisch aktiv bin, ist ja auch jetzt noch nicht so lange oder mich irgendwie beteilige, hat sich unfassbar viel verändert. Und ich glaube, dass das auch in einer ähnlichen Geschwindigkeit weitergehen wird. Deshalb finde ich, ist es sehr schwierig zu sagen, in welche Richtung es geht. Aber was ich mir wünsche, ist, dass es globaler wird, dass es gerechter wird und dass es digitaler wird, weil das unfassbare Möglichkeiten bietet, auch analog so. Und ich glaube, was ich mir wünsche für die Parteipolitik ist, dass viele Themen einfach überflüssig werden, weil wir sie hinkriegen, umzusetzen und Probleme zu beseitigen. Mhm. Damit sind wir bei dir angelangt, Linda. Ihr seid ja als Schülerin, als Studentin jetzt tatsächlich dabei und werdet über kurz oder lang gucken, was mache ich denn beruflich und wachst vielleicht aus der Bewegung raus, aber vielleicht ja auch in eine andere rein, nehmt Strukturen mit. Was denkst du, wie geht das weiter für die Leute, die jetzt federführend die Fridays for Future organisieren? Leiten die in 20 Jahren Greenpeace oder koordinieren die grüne Pressearbeit? Also wo denkst du, findest du deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter dann wieder oder dich selbst? Also ich glaube schon, dass da bei der Bewegung kleine Politiker mit heranwachsen. Wenn ich, keine Ahnung, 14-jährige Mädchen auf dem Podium sehe und die halten großartige Reden mit unglaublich vielen stilistischen und rhetorischen Mitteln, dann bin ich total begeistert. Und dann denke ich auf jeden Fall, das sind Leute, die ich später mal in der Politik sehe, in der Presse, irgendwo, wo sie auf jeden Fall auch ihre Geschichte hörbar machen wollen. Und das ist das, was ich mir auch einfach wünsche für die Zukunft, dass das, was wir heute erleben, das, was gerade passiert, dass das in 20 Jahren schon eine Geschichte ist, die wir trotzdem der Gesellschaft dann immer wieder mit auf den Weg gehen und sagen, so war es mal, so soll es bitte nicht nochmal sein, dass wir uns in so einem Kampf befinden mit verschiedenen Schichten, mit verschiedenen Generationen, mit uns selbst, mit dem System allgemein, sondern dass wir dann sagen können, wir haben daraus gelernt und machen es einfach heute besser. Vielen Dank euch. Danke für die Diskussion. Und ja, ab dafür. Und euch vielen Dank, dass ihr euch durch die Hitze heute Abend hergewagt habt. Ich hoffe, ihr habt es nicht bereut. Ich fand es eine sehr spannende Diskussion. Ich hoffe, ihr nehmt alle viel davon mit und in die Lebensbereiche, in denen ihr unterwegs seid und könnt den einen oder anderen Stein da reinbauen. Nächsten Monat ist wieder alles beim Alten, haben wir ja auch gelernt. Es gibt ein großes Bedürfnis an Struktur. Wir finden zurück in die Struktur mit dem digitalen Salon, finden dann wieder am letzten Mittwoch des Monats statt. Das wird dann der 25. September sein, auch mit einem, glaube ich, sehr facettenreichen Thema. Beep, beep, wir haben uns alle lieb. Es geht um Sex mit Robotern und inwiefern wir das wollen oder eher nicht. Guckt euch vorher Her an oder meinetwegen den Blade Runner und dann kommt her und wir diskutieren. Vielen Dank.